Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir ein Flugzeug getestet und danach mussten wir immer neu einloggen. Heute werden wir einen Deep Space Satelliten bauen, einen kleinen, der zu allen möglichen Sachen fliegen soll. Wenn wir hier wieder unsere Liste, die haben wir ja nicht. Nein, oh, jetzt habe ich rausgetappt. Oh, hey. So, wir brauchen Electric. Vorteil ist, wir haben hier einen Electric-Teil und das kann ich bestimmt wieder anpassen, so dass es passt. Komm schon. Ja, schön. Dann gehe ich einfach jetzt hier die Breite, den Diameter. Ah, warte mal, ich muss die Corners anpassen wahrscheinlich. So. Yep. Jetzt schaut das wieder besser aus. Und die Länge ein bisschen runterschrauben, dann hat das 400 Treibstoff schon mal. Und jetzt braucht es natürlich noch einen passenden Antrieb. Die Frage ist, ob wir dann sowas tun. Warte mal, da tun wir jetzt mal gleich einen Treibstofftank her. Natürlich auch wieder einen, der super dafür funktioniert. Wo ist denn hier der Liquid Tank? Einfach mal drunter setzen. Das hätte jetzt im Weltraum 2000 ms. Pff, toll. Also, das ist jetzt nicht das Ziel, dass ich dann nur ein bisschen was habe. 1,78, glaube ich, und hier war noch 1,68, 1,67. So. Woran liegt es denn jetzt, dass der so schlecht ist? Kilonewton Schub, ja, dafür bräuchtest du dann echt viele Triebwerke wahrscheinlich. Ich glaube auch nicht, dass das liegt an der Länge. Wahrscheinlich muss ich den für ein bisschen länger machen noch. Wenn wir dann hier... Was? Nur? Hat 1,9 Schub. Schauen wir mal, wenn ich jetzt... Oh, ein passendes Deep Space Ding hier. Wenn wir das der Größe anpassen würden. 4000. Das ist geil. Wie viel Zündungen? 13, 24. Nice. Oh, das ist perfekt. Dann machen wir das so. Das Triebwerk ist genial. Das ist ja echt genial. 3800. Irgendwas habe ich verändert. Ich weiß es nicht. Egal. Dann kriegt es jetzt natürlich noch den goldenen Anstrich. Golden. Es gibt einfach einen goldenen metallenen Anstrich. Du hier oben kriegst auch natürlich einen solchen Blick drauf. Und jetzt kommt erst nochmal der Rest. Das Wichtige ist ja schon mal, dass wir wenigstens das machen können. Wir brauchen Funk. Großen, guten Funk. Du bist keine Relay an Antenne, ne? Nee, nee. Das passt schon. So. So, okay, ja. Oder haben wir schon Ausfahrbare auch rein, theoretisch? Antenne ausfahren. Das ist eine Relay-Antenne. Bedeutet, wenn ich jetzt hier... Können wir mal kurz Show Lines machen oder so? Irgendwie konnte man da immer die Lines anmachen. Irgendwie ging das so. Disable. Ich weiß nicht, ob ich treffe, aber es schaut nach Treffen aus. Nee, es schaut nicht nach Treffen aus. Schaut's doch. Ich weiß es nicht. Schaut jetzt, ich habe Angst, dass ich zu hoch gehe. Das ist das andere Problem. So.
Kann man das da aktivieren? Hä, warum geht das nicht mehr? Früher ging das doch, dass du dann hier so sagst, ich will das anzeigen lassen. Na gut, es bekommt auf jeden Fall auch Standardfunk mit. So. Was wir dann auch brauchen, das ist... Aber ich finde das cool. Das macht es nochmal ein bisschen anders. So. Und dann Strom natürlich. Eine Stromversorgung wäre vielleicht auch essentiell. Ich habe wahrscheinlich aktuell nur die, ne? Das ist natürlich jetzt sowas in der Oberfläche ganz blöd. Aber wir setzen einfach... Ne, was ist das? Wir machen es anders. Wir geben dem jetzt einfach nur solche Sechser hier. Schauen wir mal, wie gut das ausschaut. So. Wir brauchen auch Platz für Forschung, ist mir wieder eingefallen, ne? So, Forschungsdaten. Einen Geigermeter. Wir brauchen einen... Wo ist er denn? Das ist ein Science Pack. Metallogon. Die brauchen wir auch. Was wir auch bräuchten... Ich weiß nicht, ob der atmosphärische Messer... Der gibt keinen Sinn eigentlich, wenn wir oben im Weltraum bleiben, ne? Da gibt es nicht wirklich Sinn. Hallo, jetzt habe ich diese doppelt. Einmal reicht. Einmal ist enough. So, was ist denn da alles noch vonnöten? Simple which uses more powerful operated large rooms and higher altitude efficiency to capture high resolution evaluation data. Okay. Das ist natürlich auch gut, aber jetzt nicht unbedingt das, was wir brauchen. Negative Roll Detector nehmen wir mit. Nehmen wir noch einen extra Speicher einfach mit. Speicherkapazität muss eh hier hoch. Der 2 MB, der hat. Okay, dann bringst du nichts. Du bist ja riesig und bringst einfach absolut nichts. Den Geländeabtaster brauche ich jetzt auch nicht. Ich würde höchstens noch einen multistrahlen Scanner mitnehmen. Visual Low Res, Resources Low Res. Ne, dann nehmen wir einfach dich mit. Weil, den setzen wir dann einfach so hin, dass wir sagen, zack. Das ist unser Fotoautomat. Zack, der sitzt jetzt mittig. Genau. So machen wir das hier. Sonst brauche ich aber gleich nichts. Für einen Deep Space Flieger. Pressometer kann ich natürlich noch mitnehmen, wenn man Bock drauf hat. Setze ich einfach hier drunter. Und dann schaut das doch eigentlich gar nicht schlecht aus. Na? Jetzt sind wir dann natürlich nur noch bei 2000 ms. Ich will sagen, ja, das passt schon. 2000 ms, da kommt er weit. Da kommt er weit. So. Wir müssen dann auch noch weitere kleine Satelliten entwickeln, die auf dem wahrscheinlich den Grund selber hier sind. Gleich sind, aber die halt für den Funk weit da draußen zuständig sind. Die ich ein bisschen adjusten können auch so. Was ich noch gerne mitnehmen würde, wäre so ein Medium Thrust. Oh ne, die sind so groß. Bist du mit was arbeitest denn du, mein Freund? Monotreibstoff. Mit was arbeitest du? Monotreibstoff. Ich habe nämlich noch kein Reaction Wheel drin. Das ist so ein bisschen doof, wenn man keinen Reaction Wheel verbaut hat, ne? Kommt es unter den Antrieb. Und ja, ich mache das jetzt, aber auch nur, weil Ästhetik. So. Das taugt mir mehr. So. Das hätte...
Sonst braucht er, glaube ich, nichts. Nee. Das ist die Sordonas V1. Später sollen die nuklear betrieben werden eigentlich. Aber ja, das geht ja jetzt aktuell unbedingt nicht. Dann muss der jetzt hier einen Koppler kriegen. Kleiner Koppler. Ja, kleiner Koppler. Kleiner? Ja, es gibt noch kleiner. Perfekt. Wir müssen außerdem mal Weltraummüll aufräumen. Das jetzt sollten wir auch mal irgendwann anfangen. So, jetzt brauchen wir natürlich zum Glück nicht so eine große Rakete jetzt hier. Perfekt, ist verpackt. Das schaut, hat Luft und alles. Das schaut super aus. Kriegt dann hier von mir noch strukturelle Unterstützung. Links und rechts und Festmacher einfach und dann klack. Dann soll das dahin. Dann brauchen wir natürlich wieder Hüllen. Eine Hülle außenrum. Dann nehmen wir so ein Prodigy, die dann nachher. So, weil ich muss jetzt ja hier noch rumbauen. So. Dann gibt es eine obere Stage. Also wir sind so klein, was? Also mega, das ist eh das eigentlich das Ziel, was ich hatte. Eine mega feine kleine Stage. Ich hab's erreicht. Das ist eine Triebwerksplatte. What? Ich brauche ein paar Sentrante. Wieder der. Wenn ich der Größe anpasse, schaut das bestimmt auch nicht schlecht aus. Ja, das schaut auch nicht schlecht aus. Rein theoretisch könnte nicht das auch das noch in die dementsprechende Umlaufbahn kicken. Und dann drunter einfach ein Booster. Erstmal brauchen wir den Koppler. Koppeln. Koppel, koppel, koppel. So. Und dann brauchen wir nochmal ein Trischwerk. So. So ein langer Booster. Nehmen wir davon zwei wahrscheinlich einfach mal. Das sind die kleinste Rakete, die wir seit Ewigkeiten wieder gebaut haben. Ich mag es mal nur so anmerken. Die ist mini. Das ist eine Mini-Rakete. Was ist das denn? Das ist ja nix. Das ist ja echt nix. What the fuck? Wenn man so überlegt, das ist echt einfach nichts im Gegensatz zu den Raketen, die wir da sonst bauen. Sind das selbst das schon übertrieben aus? Ne, da hatte ich erst über sowas so. Da müssen die aber auch ein bisschen tiefer. Dann geben wir ihm eine Startbasis. Da brauchen wir jetzt auch nichts Großes. Dann nehmen wir einfach. Oder brauche ich ein bisschen die größere Version, glaube ich. Genau. Modular Help Tower ist jetzt noch hier dran. Wir machen Modular Service Tower einfach hin. Klack, so. Tower Height 18 Meter. Tower Color. So. Kriegt ein Pole Home drauf. Ne, es passt schon. Und dann speichern wir das Ganze. Und gehen starten. Also ja. Das ist auch wieder so eine Rakete. Aber wie so eine Rakete, die erwartest du nicht, das funktioniert eigentlich. Ich muss den Fingernagel, der ist hier oben. Ich habe die vorhin geschnitten und jetzt sind die hier oben. Ist der eine noch voll scharf und das da ist mein Blut gewesen. Ah, das ist hier, hier habe ich irgendeine blöde Kante geschnitten. Ganz weird. Dann schicken wir das Ganze nicht noch in die Umlaufbahn, dann ist es auch schon ready. Ready, steady, go. So. Kommst du? Machst du? Gehst du? Mach zu? So, okay. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1. Geht gar nicht, warte mal. Ist das? Ich hätte vielleicht auch kontrollieren sollen, wie gebaut ist.
Und dann hätte man erstmal so machen müssen. Und dann würde ich jetzt sagen, 3, 2, 1, Liftoff. Das ist so süß, kleines Teil. Das ist ja echt nichts. Wann haben wir das letzte Mal wirklich mit den Größen gebaut, wenn es nicht um Länder ging, sondern um richtige Raketen? Vor gefühlt Ewigkeiten, vor bei Folge 20 wahrscheinlich oder sowas. Hat es noch Sinn ergeben. Jetzt ist es ja obsolet eigentlich. Eigentlich obsolet. Aber ja. Schnellste 200. 200 ist auch nicht schlecht. So, vorsichtig, vorsichtig. Du musst gucken, dass der natürlich jetzt nicht überfliegt. Küste, flying low, time to periapsis. Ist noch 5 Minuten. Ich muss ein bisschen runterpusten, denke ich, weil ansonsten der gibt Vollgas einfach. Wie viel hat denn der noch? 1, 4, 5. Holla, die Waldfee. Ich muss ja da runter. Eigentlich hätte ich die anders platzieren sollen. So ist es richtig kacke eigentlich. Biegst du dich runter bitte wieder? Komm. Da will ich hin. So. 18.000. Wie schaut es mit unserem Periapsis aus? Schicke ich ihn nochmal mit volle Wäsche rein. Machen wir es wieder flacher. Wir haben noch 600 ms in der oberen, in der untersten Stage, in der First Stage. So. Nein, zurückdrehen. Was machst denn du? Der hört nicht mal mehr auf mich. Was soll denn das jetzt? Nein, hier stehen bleiben. So ist gut. Diese ist halt hier noch ein bisschen kacke, aber das schafft sie schon. Wir sind noch nicht ganz aus der Atmosphäre raus. Das macht es natürlich nicht so einfach unbedingt. Komm schon, du schaffst das. 1,7 hat er. Er hat sogar ein bisschen mehr. Alter, das ist... Wenn es nicht gewohnt ist, mir solche Raketen zu bauen. Delta V currently. Current and total. Vertical speed ist 400, okay. Aber es ist immerhin etwas. Schauen wir, dass wir bis zu 75 würde ich gehen oder sowas und dann müssen wir schauen. 75, 78 irgendwo da. Und da müssen wir dann warten, bis wir am höchsten Punkt sind einfach mal. Sonst wird das nichts. Triebwerk hatten. Alter, diese Ruhe. Ist so still. Wir richten ihn gleich so ein bisschen aus. Vielleicht muss man wieder versuchen, flacher zu fliegen. Auch mal ein anderes Flugprofil ausprobieren. Spulen wir mal vor bis... Sagen wir hier. Ne, nur zweifach vorspielen. Oh, das ist ja nichts. Vierfach vorspulen. Ich bin voll auf dem Trip. So, okay. Ausrichten wieder. Und Vollschub. Schauen wir mal, jetzt musst du einfach nur gut Schub geben, dann ist das alles gut. Du schaffst das, mein Freund. Komm schon. Ich hätte gerne noch den Tausender mehr, den ich hier drin habe. Für Orbits. Oder vom zum Ausschleudern aus der Umlaufbahn.
Dafür braucht man ja allein schon immer so viel. Komm schon, du schaffst es. Minus, wir sind immer noch im Minus, aber es geht hoch. Jetzt sind wir im Plus. 5, 6, 7. Na geil, und jetzt gehen wir, warfen wir mal hier rüber. Ich würde mal sagen, wir tun jetzt aber erstmal öffnen das Ganze. Jetzt werden nochmal die normalen Radarteile ausgefahren hier. Die Solarpaneele fahren wir aus. Die sind natürlich notwendig, ansonsten wird das Ganze nichts. Sonst wird das nichts. Ne, jetzt schaut das ganz gut aus. Schaut doch ganz gut aus. Dann gehen wir auf die dunkle Seite. Da, wo unser Apoapsis liegt. Nach vorne ausrichten natürlich. Ja, schaut gut aus. Ausrichten und schub. Schicken wir uns hier auch noch hoch. Zack. Perfekt, jetzt sitzen wir hier. Wir haben noch... Wir haben 2400 MS insgesamt mit der unteren Stage natürlich noch dabei. Die bleibt auch dran. Die sonst noch ein bisschen katapultieren am Ende. Und ist jetzt dann ready zum Starten. Schauen wir mal. Wir fahren auch die großen Antennen jetzt aus. Wir bereiten einfach alles vor. Für Deep Space. Schau dir dieses Teil an, das schaut schon böse aus irgendwie, wenn das drehen wir es mal ein bisschen. Klack. Schaut aus, als ob das links und rechts so zwei Waffen wären zum Schießen. Puff, dabei sind jetzt eigentlich hier nur kombinierbar, nimmt Strahlung an, aber es ist... Er sagt nicht, dass es jetzt nicht kombiniert, oder hier, kombinierbar sagt er inaktiv. Okay, ja. Wird schon passen. Denke ich mir, wird schon passen. Schauen wir doch mal schon mal fürs nächste Mal. Was für Ziele können wir denn haben? Eve waren wir schon. Was ist denn nah? Minus haben wir schon. Joule. Ja, da gibt es einiges. Oder wir schießen ihn erstmal aus der Atmosphäre raus und dann lassen wir ihn draußen ballern. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.